Im Rahmen unseres fortgeschrittenen Trainings veranstalten wir hin und wieder Events mit unseren Patienten. Diese Events haben unterschiedliche Schwerpunkte. Heute möchte ich euch mal das Skolio-Shoot zur Verbesserung des Selbstwertgefühls vorstellen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Schumann. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin und Heilpraktikerin. Ich bin seit vielen Jahren mit Skolio Fit im Bereich der Skoliosetherapie selbstständig. Skolio Fit ist jetzt mein neues Projekt. Hier möchte ich anderen Fachleuten meine Art der Skoliosetherapie näher bringen. In der heutigen Zeit haben ja viele Menschen Probleme mit ihrem Körper. Ja, die einen finden sich zu dick, die anderen zu dünn, zu groß, zu klein, zu wenig Muskeln, zu viel Muskeln. Ihr wisst, was ich meine. In der Pubertät ist dieses Problem natürlich durch diese ganzen körperlichen Veränderungen, die sowieso stattfinden, noch viel ausgeprägter. Wenn dann noch Skoliose oder gar das Korsett obendrauf kommt, dann kann das Selbstwertgefühl schon echt erheblich leiden. Und viele der Jugendlichen sehen sich dann einfach durch so eine Brille, die einfach nur Makel darstellt. Ja, also die sind so voller Selbstzweifel und sehen immer nur das Schlechte an sich. Und da möchte ich einfach dem mal ein bisschen entgegenwirken. Ich finde das sehr schade und ich möchte einfach, dass die Jugendlichen sich einfach mal durch so eine neutrale Brille sehen können, dass sie sehen können, ihr Körper ist einzigartig, ihr Körper ist hübsch und sie sind einfach liebenswert. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und deswegen machen wir halt immer wieder solche Aktionen. Beim Skolio-Shoot haben wir eine Art Akt-Fotoshooting mit den Patienten veranstaltet. Das Ganze war eine ganz große Gemeinschaftsaktion. Aus den Reihen der Patienten hat sich ein Organisationsteam gebildet, was wirklich auch bei der Planung, bei der Durchführung mitgeholfen hat. Sodass wir zum Beispiel wirklich als Team oder das Team hat dann im Internet recherchiert, was für Fotoposen man so durchführen kann. Ja, die haben Beispiele gesammelt, was könnte man im Sitzen machen, was könnte man im Stehen machen, im Liegen machen. Wir haben dann diese Beispiele nach Positionen sortiert und dann haben wir wie so kleine Kataloge gehabt, die wir den Teilnehmern dann während des Shootings an die Hand gegeben haben, wo sie dann immer wieder noch mal gucken konnten, ach, das gefällt mir, das würde ich gerne machen oder das würde ich gerne machen, weil die Patienten ja jetzt in der Regel nicht so die Erfahrung im Fotoshooting haben. Und so konnten sie sich kleine Anregungen holen und hatten dann doch die ein oder andere Idee, wo sie gesagt haben, jo, das könnte für mich passen und das möchte ich im Prinzip dann auch einfach mal durchführen. Das Team hat weiterhin geguckt, naja, wie können wir die Bilder so ein bisschen aufpeppen? Was gibt es für Accessoires, die wir nutzen können? Wir haben sogar über diese Farbdosen nachgedacht, aber das wäre natürlich drin eine Riesenschweinerei. Also war das schon mal nicht möglich. Aber wir haben mit so Federbohren gearbeitet. Manche haben dann ihre Accessoires im Sinne von zum Beispiel Gothic-Materialien mitgebracht, so Stachelhalsbänder oder so. Mega coole Sache. Und da haben wir einfach mal geguckt, okay, was kann man da nutzen, um das Ganze so ein bisschen unterschiedlich zu machen? Könnte man Regenschirm nehmen, so eine Karnevalsfederboa oder sowas? Einfach mal zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten? Und das kam alles auch wirklich von diesem Orga-Team und ich fand es mega cool. Bevor wir natürlich das erste Mal dieses ganze Fotoshooting durchgezogen haben, haben wir uns dann mit dem Organisationsteam getroffen und haben einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Wir haben verschiedene Posen ausprobiert, wir haben Lichtszenarien ausprobiert, weil wir haben das alle noch nie gemacht. Ja, wir mussten einfach mal so ein bisschen gucken, wie funktioniert das alles, wie bestellt man die Kamera am besten ein, was wirkt nicht und haben da einfach mal so ein bisschen so ein ganzes Wochenende lang rumgetüftelt und gemacht. Hat mega Spaß gemacht. Die Teilnehmer selber durften natürlich selber auch Ideen mitbringen, ist klar. Ja, sie konnten auch selbst Accessoires mitbringen und das Shooting nachher, das hat in einem abgetrennten Bereich der Praxis stattgefunden. Und die anderen haben dann in so einem Wartebereich gewartet, haben ein bisschen was gefuttert und hatten da ihren Spaß. Die Frage ist jetzt, was braucht man natürlich für so ein Fotoshooting? Ja, muss man da die hochprofessionelle Kamera haben? Heute sind ja sogar die Handykameras so gut, das ist ja Wahnsinn. Also theoretisch könnte man es auch mit dem Handy machen. Um eine gute Lichtsituation herbeizuführen, ist es natürlich cool, wenn man so Lichtboxen hat. Die gibt es für relativ wenig Geld im Internet zu kaufen. Was auch mal gut ist, ist ein einfarbiger Hintergrund. Wir haben einen schwarzen Stoff verwendet. Man kann aber auch einfach eine weiße, bunte, blaue Wand nehmen und dann vor dieser Wand die Fotos machen und die dann anschließend im Prinzip über die Fotoprogramme so ein bisschen weich werden lassen. Ja, da gibt es also mehrere Möglichkeiten. Also letztendlich braucht ihr ein bisschen Licht, ihr braucht Kamera, Handy, ne, was auch immer, um Fotos zu machen und einen einfarbigen Hintergrund. Das war's schon. Also es ist nicht viel Ausstattung, die man braucht. Ich denke, das kriegt auf jeden Fall jeder hin. Als dann das Shooting irgendwann vorbei war, habe ich die Bilder im Endeffekt alle bearbeitet.
Ja. Der Patient hat dann eine kleine Auswahl an Erinnerungsfotos mitbekommen und es sind wirklich wunderschöne Fotos dabei entstanden. Von mir ein kleiner Tipp für euch, fragt einfach mal eure Patienten, ob ihr Bilder davon für Werbezwecke verwenden dürft. Ich habe das bei meinen Patienten wirklich von bis gemacht. Also da waren Sachen dabei, dass die Patienten exakt die Bildnummern aufschreiben konnten, wo sie gesagt haben, ja, das möchte ich freigeben für Werbung oder zur Weiterverwendung. Nee, das nicht. Oder dass sie sagen konnten, alle ohne Gesicht oder alle mit Gesicht, außer, also wir hatten so viele Optionen, dass man wirklich sagen konnte, es ist für jeden dabei und so haben wirklich ganz, ganz viele Patienten auch zumindest einige der Bilder freigegeben für Werbezwecke. Super schön. Und genau nur deswegen, weil die Patienten die Bilder auch freigegeben haben, kann ich euch jetzt hier einige dieser tollen Ergebnisse zeigen. Diese Veranstaltungen bringen natürlich kein Geld. Sie kosten Zeit und manchmal auch Nerven. Aber sie bringen Freude, sie zaubern ein Lächeln und sie verbinden. Sie schaffen Selbstwert und sie bringen den Jugendlichen Wertschätzung entgegen. Sie bringen Licht in die dunkle Zeit der blöden Therapie. Sie schaffen Erinnerungen, an die man gerne zurückdenkt. Sie sind ein kleiner Teil meiner Mission. Denn mein Ziel ist es, aus der blöden Zeit, also aus dieser blöden Therapiezeit, eine schöne Zeit zu machen. Und ich denke, dass so kleine Aktionen einen wichtigen Beitrag dazu leisten können. Wie haben euch die Bilder gefallen? Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Bild euer Favorit ist. Vielleicht konnte ich euch eine kleine Anregung dalassen. Ich bin gespannt, welche Bilder wir demnächst unter dem Hashtag ScolioShoot irgendwo im Internet entdecken können. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.